te na koe kaua e moe. A karongo ki te tangi a te koe koe a koe koe tēnā koe. Kia ora, ich bin Anke Richter und lebe am schönsten Arsch der Welt in Neuseeland. Daher esse ich natürlich nichts lieber als Kiwis. Und wie alle Kiwis, so heißen ja auch die Neuseeländer, gehe ich jeden Tag Bungee springen, Äpfel pflücken, Berge besteigen, surfen und Schafe scheren, so wie heute. Ich finde, jeder sollte seinen nationalen Stereotypen so treu wie möglich bleiben, vor allem im Ausland. Das finden meine Leser hoffentlich auch. Ich dachte immer, das böse Deutschland, das gibt es nicht mehr. Aber hier steht, dass deutsche Männer keinen Rugby gucken und im Sitzen pinkeln. Da die Autorin da, diese Korrespondentin, gell, die hat da ein Problem mit dem Deutschsein, glaube ich. Gell? Da muss die erst mit Sack und Pack noch dem Neuseeta-Dings da, gell, um ein gescheites Oktoberfest zu erleben. Ich mag die deutschen Anwanderer hier, wirklich. Auch wenn sie immer alles kritisieren und ausdiskutieren müssen und tragen Sandalen mit Socken und wollen die Welt verbessern, aber das... Ich habe hier etwas gefunden, was in der ganzen westlichen Welt einmalig ist. Ein unkompliziertes Leben im Einklang mit der Natur. Kaum Stress, soziale Gerechtigkeit und dann die Kultur der Ureinwohner, der Maori. You know, I can't read a word of this book, mate. But I'm in it. Better be good, eh? Otherwise... Das ist super, wirklich. Nur wahre Klischees. Ich hab's eigentlich nicht so mit Schafen. Ich hatte da mal ein traumatisches Erlebnis, das kann man ja jetzt nachlesen. Aber das hat nichts damit zu tun, was man von neuseeländischen Schaffarmern behauptet, dass sie also abends auf der Weide, wenn sie besonders einsam sind...